Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, das Radio anmachen oder den Fernseher einschalten, liest, hört und sieht man in den Nachrichten von immer mehr Naturkatastrophen, Bürgerkriegen und allgemeiner Ungerechtigkeit. Viele sprechen von einem Wandel im Bewusstsein und den Eintritt in ein neues Zeitalter, dem New Age, wo all diese Dinge der Vergangenheit angehören sollen und ein goldenes Zeitalter des Friedens beginnt, das sogenannte Wassermann-Zeitalter. Darum gibt es im Musical Hair einen ganz bestimmten Song, nämlich... Das 1968 uraufgeführte Musical Hair nimmt bereits im ersten Song, Aquarius, Bezug darauf mit dem Refrain This is the dawning of the new age of Aquarius. Zu Deutsch, dies ist der Beginn des Wassermann-Zeitalters. Und an dieses Wassermann-Zeitalter, das für viele im Jahr 2012 bereits angefangen hat, glauben heute, nach Auffassung von heutigen Esoterikern und Okkultisten und New Age-Anhängern, steht die Welt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Wassermann-Zeitalter. Die Ursprünge der Bewegung oder des kultischen Milieus, das mit dem Begriff New Age verbunden ist, lassen sich bereits bis zum Okkultismus des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Das Wort Esoterik kommt aus dem griechischen Esoterikos, was innerlich bedeutet, beziehungsweise dem inneren Bereich zugehörig zu sein. Durch Meditationen zum Beispiel geht man geistlich in sich und lässt die äußeren Umstände hinter sich. Das Wort Okkultismus hingegen kommt aus dem lateinischen Occultus, was so viel wie verborgen, verdeckt oder geheim bedeutet. Darum spricht man auch oft von okkulten Geheimgesellschaften, weil sie im Verborgenen agieren und daraus ein Geheimnis machen. Wenn wir uns den Ursprung der New Age-Lehre anschauen, dann führt uns dies zur theosophischen Autorin und Okkultistin Alice Bailey. Über sie heißt es, UFO-Kulte waren teilweise von der theosophischen Lehre von Alice Bailey beeinflusst. Baileys Werke handeln von esoterischer Philosophie und Psychologie, okkulten Lehren, Astrologie, weiße Magie, Bewusstseinserweiterung und Meditation. Sie gilt als die Vorläuferin der New Age-Bewegung. Bewusstseinserweiterungen können nicht nur durch Drogen herbeigeführt werden, sondern auch durch Meditationen, was dazu dienen soll, das Ich-Bewusstsein zu verlieren und sozusagen eins zu werden mit dem Kosmos. So schön dies alles klingt, so gefährlich ist es auch, wie wir noch sehen werden. Der Mann von Alice Bailey, nämlich Foster Bailey, widmete sich ebenfalls ganz der Theosophie und der Freimaurerei. 1922 gründeten die beiden zusammen die Lucifer Publishing Company, also die Lucifer Verlagsgesellschaft. Alice Bailey ließ sich beim Schreiben ihrer Bücher von einem gechannelten Wesen namens Dry-Kull inspirieren. Der Unterschied zwischen Meditation und das Channeln von Geistern ist, dass man beim Channeln im Gegensatz zur Meditation gezielt Geister beschwört, während man sich bei der Meditation in eine Art Selbsthypnose versetzt. Beides kommt jedoch aus dem Okkultismus. Alice Bailey war abhängig von dieser Kraft, die sie hat schreiben lassen. Dass der Freimaurer Foster Bailey mit seiner Frau Alice Bailey der Verlagsgesellschaft den Namen Lucifer gegeben hat, kommt unter anderem daher, dass die Hochgrad-Freimaurer Lucifer als Gott verehren. Der Hochgrad-Freimaurer Albert Pike, dessen Werk Morals and Dogma so etwas wie die Bibel der Freimaurer ist, schrieb selbst: Ja, Lucifer ist Gott, der Gott des Lichtes und Gott des Guten. Joseph Smith ist der Gründer der Mormonenkirche, der von den Mormonen sogar als Prophet verehrt wird. Zwischen 1823 und 27 soll ihm ein Engel namens Moroni begegnet sein, der ihn maßgeblich beeinflusst und inspiriert haben soll. Smith erreichte etwas, worauf er stolz war und das er in seinem Buch His History of the Church, Volume 4, auf Seite 552 niederschreiben musste, nämlich: Ich war in der Freimaurerloge und stieg bis zum obersten Grad auf. Ein weiterer Orden, dem auch der aktuelle Papst Franziskus angehört, sind die Jesuiten. Über einen der bekanntesten Jesuiten, nämlich Teilhard de Chardin, heißt es: Tatsächlich ist Chardin einer der am häufigsten zitierten Schreibern von New Age Okkultisten. Dann schauen wir uns mal an, was Teilhard de Chardin so lehrt. In seinem Buch Christianity and Evolution schreibt er auf Seite 56: Jeder von uns entwickelt sich hin zu einer Gottheit. Ich kann nur gerettet werden, indem ich eins mit dem Universum werde.
Der Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard gründete 1954 die organisatorische Sekte von Scientology. Auch über diesen Gründer von Scientology wird berichtet, dass er begann, sich für Magie zu interessieren und mit einem Briefschüler des Okkultisten Aleister Crowley zusammengearbeitet hat. Dieser hat ebenfalls Geister beschworen und stand mit einem Wesen namens Lamb in Verbindung. Dieser Okkultist Aleister Crowley, der Menschenopfer und Drogen propagiert, wurde maßgeblich von der Lehre der Okkultistin Helena Blavatsky beeinflusst. Ihre Werke Isis Unveiled und The Secret Doctrine erlangten einen bedeutenden Einfluss auf weitere Bereiche der modernen Esoterik. 1875 gründete sie außerdem die Theosophische Gesellschaft. Schauen wir mal, wodurch Madame Blavatsky inspiriert wurde. Wikipedia erklärt: Blavatsky selbst gab einerseits an, ihr Wissen zu erheblichen Teilen der beinahe täglichen Präsenz eines Meisters zu verdanken, was man 100 Jahre später einmal Channeling nennen würde. Blavatsky war ein sogenanntes Medium für die Geister, auch Channel genannt. Dies sind Personen, die Botschaften von Geistern oder angeblichen Verstorbenen empfangen. Sie öffnen sozusagen ihren inneren Kanal durch Meditation oder Beschwörungen, damit diese Geister durch den geöffneten Kanal den Körper des Mediums besetzen, wodurch die Person von diesem Geist also besessen wird. Nun gibt es laut Bibel in der Tat Engel, doch die Frage bei Alice Bailey, Aleister Crowley oder Helena Blavatsky ist, ob sie in Kontakt mit Engeln waren oder eher mit Dämonen. Blavatsky schreibt im Buch The Secret Doctrine, Volume 6, ab Seite 215: Es ist Satan, welcher der Gott unseres Planeten ist und der einzige Gott. Gottes himmlische Engel würden niemals die irdischen Okkultisten inspirieren, Bücher zu schreiben, die Satan, den Fürsten der Hölle, als Gott verherrlichen. Es sind also Dämonen, die sich so wie Satan oft als Engel des Lichtes verstellen, damit man ihre finsteren Absichten nicht durchschauen kann. Im Buch The ABCs of Globalism lesen wir auf Seite 82 von einem weiteren Fan von Madame Blavatsky, nämlich Adolf Hitler hat Madame Blavatskys Buch The Secret Doctrine nächtlich gelesen. Das war die Quelle seiner Macht und seine Fähigkeit, andere zu kontrollieren. Das Symbol der Theosophischen Gesellschaft ist unter anderem eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, und das Hakenkreuz bzw. die Swastika, die Hitler zum Symbol der Nationalsozialisten gemacht hat. Der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, war ebenfalls bekannt für seine Vorliebe zum Okkulten. Auch bei Harry Potter gibt es eine Figur mit einem sehr ungewöhnlichen Namen, nämlich die Hexe Cassandra Wablatschki. Der Nachname ist ein Anagramm der russischen Okkultistin Helena Blavatsky. Und so werden auch schon die Jugendlichen mit den Namen und mit den Lehren des Okkultismus bekannt gemacht. Denn die Namen der Dämonen bei Harry Potter sind die Namen von echten Dämonen, die Okkultisten heraufbeschwören. In Volume 2 von The Secret Doctrine schreibt Blavatsky über ihren Gott: Lucifer repräsentiert Leben. Lucifer ist der Logos, die Schlange, der Erlöser. All diese Attribute und Eigenschaften, die hier Lucifer nachgesagt werden, sind Dinge, die der Messias für sich beansprucht hat. Er sagte, dass er das Leben ist, dass er das Alpha und das Omega ist und natürlich der Erlöser. Gott wollte nie so sein wie Lucifer, doch Lucifer will so sein wie Gott. In Jesaja 14 lesen wir, was Lucifer in seinem Herzen denkt. Ab Vers 13 heißt es: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, den Allerhöchsten mich gleich machen. Wenn wir also von einer luziferischen Doktrin innerhalb des Okkultismus, der Esoterik, der Freimaurerei oder der New Age-Bewegung sprechen, dann geht es auch immer um das Ziel, das auch Luzifer anstrebt, nämlich selbst Gott zu werden. Wir wissen aus der Bibel, dass Satan auch als Drache oder Schlange bezeichnet wird, der laut Genesis 3 ab Vers 4 zu Eva sprach: Keineswegs werdet ihr sterben. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Hier werden dem Menschen drei luziferische Versprechen gegeben, nämlich dass der Mensch nicht sterben wird, also Unsterblichkeit besitzt, dass die Augen geöffnet werden, also man erleuchtet wird und weise wird und dadurch letztendlich zu einem Gott wird.
Erstaunlicherweise lehrt die Kirche der Mormonen laut Doctrine of Covenants, Section 27, Vers 11, dass Adam Gott war. Dass die Bibel Satan durch eine alte Schlange symbolisiert, hat einen guten und wichtigen Grund, nämlich damit wir Satan in Schriften oder Gottheiten wiedererkennen können. Denn Schlangengottheiten gibt es wie Sand am Meer. Wir haben gesehen, dass Helena Blavatsky Luzifer mit der Schlange gleichsetzt, und so heißt es auch im ägyptischen Totenbuch: Danach werde ich sein, was von mir bleibt, wenn ich mich selbst verwandelt haben werde in die alte Schlange. Und von dieser haben wir ja gerade gelesen. Die Okkultisten Ägyptens hatten über den Augen in der Mitte oft eine Schlangenfigur, so wie auch das allsehende Auge auf dem Dollarschein aus Ägypten stammt. In der New Age-Bewegung spricht man ebenfalls von einem Auge, nämlich dem dritten Auge, das sich ebenfalls in der Mitte oberhalb der beiden Augen befindet. Und dieses dritte Auge symbolisiert in der New Age-Bewegung den Zustand der Erleuchtung. Darum geht es auch den Illuminaten, die sich ja selbst als Erleuchtete bezeichnen, geleitet durch das Licht Luzifers. Doch dieser Zustand der Erleuchtung wurde bereits lange vor den Illuminaten und anderen okkulten Geheimgesellschaften propagiert, nämlich durch das Kundalini-Yoga, dessen Ziel die Erweckung des Kundalini ist, um dadurch Erleuchtung zu erfahren. Das Wort Kundalini heißt übersetzt Schlangenkraft. Durch das Öffnen der einzelnen Chakren wird also die Kraft der Schlange erweckt, die den Menschen erleuchten soll, beziehungsweise in eine Art Trancezustand versetzt. Wikipedia erklärt: Nach der tantrischen Lehre wohnt in jedem Menschen eine Kraft, die Kundalini genannt wird, symbolisch als eine im unteren Chakra schlafende, zusammengerollte Schlange dargestellt. Sie gilt als der Materie nächststehende Kraft im Menschen. So ähnlich klingt auch die Lehre, die der Okkultist Aleister Crowley im Buch der Gesetze niedergeschrieben hat, wo Satan die Schlange spricht und sagt: Ich bin die Schlange, die Wissen und Wonne gibt und strahlenden Glanz. Ich bin die geheime Schlange, zusammengerollt zum Sprung. Was passiert also, wenn der Mensch mit dem Kundalini-Geist verbunden ist, also dem Geist der Schlangenkraft, und Erweckung erfährt? Auf der Seite www.henrymarkov.com heißt es: Ein Großteil der Lehren der Chakren und das Erwachen des Kundalini-Geistes ist in Wahrheit eine körperliche Öffnung für Dämonen. Auch in der indischen Mythologie gibt es Schlangenkönige wie zum Beispiel Vasuki. Die Schlangen in ihrer ursprünglichen Eigenschaft ist außerdem ein Symbol für die kosmische Energie. Eine der wichtigsten Formen des Göttlichen im Hinduismus ist Vishnu. Auch dieser war bekannt dafür, unter Schutz der Schlange Shesha zu stehen, wie wir hier im Bild sehen. Wenn wir an Meditation, Erleuchtung oder Erwachen denken, dann kommen wir natürlich an jemand wie Buddha nicht vorbei. Das Wort Buddha heißt übersetzt der Erwachte und kommt aus dem Wort Bodhi, was Erwachen bedeutet. Das Wort für Schlange ist im Sanskrit Naga, und die Nagas sind gleichzeitig auch Wesen mit magischen Fähigkeiten, die jederzeit menschliche Gestalt annehmen können und auch mit Schlangendämonen in Verbindung gebracht werden. Dämonen verstehen sich ja oft als Schutzengel, und den hatte auch Buddha, nämlich Mukhalinda. Mukhalinda ist der Name einer Naga, einem schlangenartigen Wesen, die den Buddha nach seiner Erleuchtung vor den Elementen beschützt hat, und 4 Wochen nachdem Buddha unter dem Bodhi-Baum begann zu meditieren, verdunkelte sich der Himmel für 7 Tage.
Doch der mächtige König der Schlangen, Mukalinda, kam unter der Erde hervor und beschützte mit seiner Haube denjenigen, der die Quelle alles Schutzes ist. Als sich der große Sturm verzogen hatte, nahm der Schlangenkönig seine menschliche Gestalt an. Ob dies nun ein Schlangendämon war oder Satan die alte Schlange selbst war, der wie auf Adam, so auch auf Buddha bei einem Baum gewartet hat, beziehungsweise ihm auflauerte, sei mal dahingestellt, denn Gott sandte diese Schlangenwesen mit Sicherheit nicht. Der Film Avatar wurde 2010 mit Golden Globes und Oscars ausgezeichnet, unter anderem in der Kategorie Bester Film. Avatare sind künstlich hergestellte Navi-Körper, die sich mit Hilfe von Gedankenübertragungen steuern lassen und wodurch man Kontakt zu den Ureinwohnern herstellen kann. Das Wort Avatar kommt aus dem Sanskrit, nämlich Avatara, was übersetzt Abstieg bedeutet und aus dem Hinduismus kommt. Wikipedia berichtet: Avatara bezeichnet im Hinduismus die Manifestation des höchsten Prinzips, Brahman, der die Gestalt eines Menschen oder Tieres annimmt. Ähnlich also wie die Schlangendämonen, die sich auch in Menschengestalt manifestieren können. Und weil diese Avatara meistens mit blauer Körperfarbe dargestellt wurden, hat man dies auch im Film Avatar umgesetzt, was also ebenfalls kein Zufall ist. So wird zum Beispiel auch die hinduistische Gottheit Krishna als ein Avatara von Vishnu verehrt, die für seine Anhänger eine Inkarnation des Höchsten darstellt. Hier sehen wir zwei sogenannte Mudras. Das aus dem Sanskrit stammende Wort Mudra bedeutet übersetzt Siegel. Es ist eine symbolische Handgeste, um den Göttern zu gefallen. Auch diese Mudras werden heute von Okkultisten übernommen, um zu verdeutlichen, an welchen Gott sie glauben. The trident is the devil's pitchfork. It really is a symbol of Satan, of the horns of Satan. It's an ancient satanic and pagan hand gesture called the trident. We find this in archaeology all over the place. Whenever you get into any kind of society of sun god worship, you find the trident everywhere. You see it in ancient Babylon. It was placed in the hands of all the pagan sun gods. All the pagan gods and pharaohs had some sort of trident, a staff, that they would be connected to power and authority of the gods. Diese Handgeste, welche die Zweihörner Satans symbolisiert und auch von Satanisten verwendet wird, ist sicher keine Handgeste, um Gott zu gefallen, sondern um Satan und seine Dämonen zu erfreuen und Gott zu lästern. Da man zum Beispiel im Buddhismus an Wiedergeburt glaubt, lehrt man neben der Erleuchtung also ebenfalls die Unsterblichkeit. Und das klingt natürlich sehr verführerisch und wird einem durch Esoterik und New Age-Propaganda sehr schmackhaft gemacht. Genauso wie auch der Baum der Erkenntnis schmackhaft aussah, eine Lust für die Augen, mit denen wir nicht die geistige Welt wahrnehmen, sondern nur die materielle Welt, dessen Gott Satan ist und auf dessen Weisheiten wir verzichten sollten. Und Sterblichkeit hat nur einer, und das ist laut 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 13 Yeshua der Messias. Ein anderer New Ager, dessen Buch The Birth of a New Age großen Einfluss auf die New Age Bewegung hat, ist David Spengler. Über ihn heißt es: In seinem Buch Revelation – The Birth of a New Age beschrieb Spengler 7 Mitteilungen über ein kommendes neues Zeitalter, die er von einem Wesen per Channeling erhalten habe. Das Buch gilt heute als einer der wichtigsten Beiträge zur Begründung der New Age Bewegung. Hier sehen wir also das gleiche Phänomen wie bei den anderen Okkultisten: man erhält seine Botschaft von dämonischen Wesen. David Spengler schrieb im Buch Reimagination of the World: Niemand wird die neue Weltordnung betreten, bis er oder sie eine Zusage macht, Luzifer anzubeten. Niemand wird das neue Zeitalter, das New Age, betreten, es sei denn, er durchläuft eine luziferische Initiation. Die neue Weltordnung, von der immer wieder die Rede ist, hängt also mit dem neuen Zeitalter zusammen. Und ein Hauptorgan dessen wird die UNO sein, die keineswegs religionslos ist. Bei den Vereinten Nationen gibt es sogar einen Meditationsraum, über den es im Buch Mystery Mark of the New Age auf Seite 102 heißt: Der Meditationsraum ist wie eine Pyramide gestaltet, an den Wänden mit okkulten Symbolen. Im Zentrum befindet sich das allsehende Auge,
das die Millionen von jährlichen UN-Besuchern anzieht. Und die Pyramide mit dem allsehenden Auge ist ein Symbol der Illuminaten, von Okkultisten und der New Age-Bewegung. Schauen wir mal, durch wen die Religionen stärker in die Vereinten Nationen mit eingebunden wurden und welche ganz besonders. Robert Müller ist bekannt als einer der Philosophen der Vereinten Nationen und über diesen wird berichtet. Robert Müller war internationaler Beamter der Vereinten Nationen, Assistent des Generalsekretärs für 40 Jahre. Seine Ideen führten zur stärkeren Vertretung der Religionen in der UN, insbesondere der New Age-Bewegung. Die New Age-Philosophie hat also bereits Einzug in die Vereinten Nationen gefunden. Ein wichtiges Ziel für das neue Zeitalter ist laut New Age-Okkultistin Helena Blavatsky die Schaffung einer neuen Weltreligion. Schauen wir also mal, was Robert Müller, der Philosoph der Vereinten Nationen, für ein Ziel verfolgt. Robert Müller sagte: Wir müssen uns so schnell wie möglich hinbewegen zu einer Weltregierung, einer Weltreligion unter einem Weltführer. Das ist also das Ziel der Vereinten Nationen und das ist auch das Ziel dessen, was uns täglich als Globalisierung verkauft wird. Wir haben gesehen, dass auch UFO-Kulte von theosophischen Lehren von Alice Bailey beeinflusst wurde und auch die Vereinten Nationen scheinen sich auf eine Ankunft von Außerirdischen, die nichts anderes als Dämonen sind, vorzubereiten. The UN just this year appoints an alien czar, first time in history of the United Nations. Maslin Othman, you can look it up yourself, has been appointed by the United Nations on September 26, 2010 to be the contact person for alien life forms. Wir leben also in einer sehr spannenden Zeit. Mithra ist ein Sonnen- bzw. Lichtgott, dessen Zacken das Strahlen der Sonne symbolisiert und der oft eine Fackel in seiner Hand hält. Der Lichtgott Mithra, der auch auf vielen Münzen wiederzufinden ist, ist nichts anderes als eine der vielen Darstellungen des Lichtträgers Luzifer, der so wie die Freiheitsstatue in New York oft eine Fackel in seiner Hand hält, welches die Erleuchtung symbolisiert und ein Geschenk von Freimaurern aus Frankreich war. Doch wer könnte dieser Weltführer des neuen Zeitalters der NWO sein? Viele Religionen warten auf einen Messias. Die Juden, die Christen, die Muslime, die Buddhisten und auch die New Age-Okkultisten. Schauen wir uns einmal den Messias der Okkultisten an, nämlich den Maitreya, über den Wikipedia berichtet. Maitreya gilt im Buddhismus als Buddha der Zukunft und der große kommende Weltlehrer. Im Westen wurde der Mythos um das Erscheinen eines künftigen Buddhas in Theosophie und Esoterik vielfach aufgenommen und behandelt. Historisch Helena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey und gegenwärtig Benjamin Cream. Benjamin Cream verkündet seit 1974 die Ankunft dieser Messiasgestalt, die alle Religionen gleichzeitig zufriedenstellen soll. Somit kann der Maitreya also nicht der Messias sein. Die offizielle Seite von Benjamin Cream und seiner Bewegung Share International schreibt über den Maitreya: An ihrer Spitze steht der Weltlehrer Maitreya, der von den Religionen als Christus, Maitreya Buddha, Krishna, Messias oder Imam Mahdi seit langem erwartet wird. Die weiterhin bekannten esoterischen Autoren Helena Blavatsky und Alice A. Bailey sagten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihren Büchern dieses Ereignis voraus. Dieser Maitreya ist also der Messias derjenigen, die Luzifer als Gott verehren und sich vom Licht Luzifers haben blenden lassen. Der Maitreya soll also auch der Imam al-Mahdi für die Muslime sein. Da wird sich Ahmadinejad, der ehemalige Präsident des Iran, aber freuen, denn die Süddeutsche berichtete am 17. Mai 2010 über seine Rede bei den Vereinten Nationen. Auch Ahmadinejad berichtete nach seiner Ansprache vor der UN, dass er von einem Licht umgeben worden sei. Personen, die von Begegnungen mit dem Mahdi berichten, beschreiben oft, dass sie ein ungewöhnliches Licht wahrgenommen haben. Diese Rede schloss Ahmadinejad übrigens mit der Bitte an Gott, den Mahdi alsbald hervortreten zu lassen. Und was forderte Ahmadinejad ein paar Jahre später bei der UN? Eine neue Weltordnung. Dass er ausgerechnet vor der UNO über den Mahdi und die neue Weltordnung gesprochen hat, ist also kein Zufall.
Am Anfang haben wir gesehen, dass viele Okkultisten, wie zum Beispiel Helena Blavatsky, von Dämonen inspiriert wurden, die Blavatsky als Präsenz eines Meisters beschrieben hat. Und der Maitreya ist laut Share International das Haupt der geistigen Hierarchie, der Meister. Mit anderen Worten, der Fürst der Dämonen. So wie Gott seine Propheten und seine Apostel sandte, die durch den Heiligen Geist geleitet wurden, die Heilige Schrift niederzuschreiben, so hat auch Satan seine Auserwählten, die Bücher schreiben, die von Dämonen inspiriert sind. Bedauerlicherweise finden immer mehr Menschen die Botschaft dieser Okkultisten sinnvoller als die frohe Botschaft des Evangeliums. Im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 steht geschrieben: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Über den wahren Messias heißt es ja, dass er vom Himmel auf die Erde kommen wird und alle Menschen ihn sehen werden. Wie wird der Maitreya also versuchen, dies zu erfüllen? Share International erklärt: Für alle, die nach Zeichen seiner Ankunft suchen, hat Maitreya weltweit Wunder manifestiert und damit die Herzen von Millionen berührt, um sie auf sein unmittelbar bevorstehendes Erscheinen vorzubereiten. An seinem Deklarationstag wird er weltweit im Fernsehen zu sehen sein. Jeder wird seine Worte der Inspiration telepathisch im Innern vernehmen können. Der Maitreya wird also für alle Menschen im Fernsehen zu sehen sein. Und da es ja unter anderem den Kanal Sky gibt, also Himmel, könnte er diesen für seine Zwecke gebrauchen, um die Menschen zu täuschen. Denn die Telepathie, die er benutzen soll, ist nichts anderes wie Hypnose, was ebenfalls aus dem Okkulten kommt, um dem Menschen den freien Willen zu rauben. Wir stehen in der Tat vor dem Ende eines Zeitalters, nämlich dem Ende dieser Weltzeit, dem das Königreich Gottes auf Erden folgt. Die Apostel fragten den Messias in Matthäus 24 ab Vers 3: Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und der Messias antwortete: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Gäbe es nur einen falschen Propheten oder nur einen falschen Christus in der Endzeit, würde man diese natürlich viel leichter erkennen, als wenn es mehrere falsche Messiasse und falsche Propheten geben würde. Die Endzeit ist nicht das Ende der Welt, sondern die letzte Phase vor der Wiederkunft des wahren Messias, Yeshua HaMashiach. Er ist das wahre Licht der Welt, der bekanntlich genau weiß, wie man mit Satan und seinen Dämonen umzugehen hat. Die Erleuchtung, die Luzifers Anhängern widerfahren ist, hat diese Leute letztendlich nur geblendet und sie von der Wahrheit ferngehalten. Darum sollten wir uns von Gott erleuchten lassen. Offenbarung 22, Vers 5: Und es wird dort, im Reich Gottes, keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Heute brauchen wir die Nacht, damit sich der Körper durch den Schlaf ausruhen bzw. regenerieren kann. Doch da wir im Reich Gottes ja einen geistigen Körper haben werden, brauchen wir dann keinen Schlaf mehr und somit auch keine Nacht. Es gibt also keine Finsternis mehr. Denn in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Amen. Ladies and gentlemen, it is time that we get back to the truth, because the truth can only do one thing, and that's set us free. The sons of God were the fallen angels,
let us not be the sons of God that taste of the truth and the goodness of Elohim, of Yahweh himself, and then walk away and begin to compromise and mix the word of God with the traditions and doctrines of men. Let us be the sons of Noah that know the truth, that rely on the truth regardless of what the world says, so that we too might be saved when the end of time comes and the Messiah returns. Thank you for spending time with us. I'm Jim Staley with Passion for Truth Ministries. God bless.